Brulex fragt Pietsmiet: Wenn ihr zwei von euch zusammen klonen könntet, welche zwei würdet ihr nehmen? Ich weiß, was dieser Klon alles tun könnte. Muss er... Also, im Sinne von, kann ich ihn verwenden, damit er sich vor die Kamera zum Beispiel setzt und meine Aufnahmen macht und ich kann chillen? Oder ist er quasi wirklich ich und hat dementsprechend auch Bedürfnisse und ich muss mich moralisch um ihn kümmern? Super schwer. Im Zweifel aber zweimal mich. Ja, weil, vielleicht habe ich ja Glück, also entweder, die sind genauso wie ich, dann werde ich mich bestimmt gut mit denen arrangieren können irgendwie. Und B, die sind nicht genauso wie ich, sondern so geistesleere Hüllen, dann habe ich schon mal Organe für das später irgendwann. Ja, zweimal mich, oder? Also, Doppelgott, bum bum. Okay, zusammen klonen. Natürlich mich, um die Intelligenz zu bekommen und die Schönheit. Wir brauchen noch wen, der sportlich ist. Das heißt, ich nehme entweder Sepp oder Christian. Christian macht aktuell, glaube ich, einfach viel mehr Sport. Deswegen nehme ich Christian. Da habe ich wenigstens auch Bartwuchs. Wenn ihr zwei von euch zusammen klonen könntet, also wir würden quasi zwei Leute nehmen und die in eine Person packen? Oder kann ich mich auch zweimal klonen? Oder muss ich entscheiden, welche von uns einmal geklont werden? Ich glaube, zusammen klonen klingt so, als wenn man zwei zu einer Person machen würde. Ah, Bram und mich natürlich. Was heißt denn zusammen klonen? Also zu einem Menschen machen? Wenn ihr zwei von euch zusammen klonen könntet. Oder einfach nur so klonen. Also ich würde, glaube ich, Peter und Christian zusammen klonen. Mich würde einfach mal interessieren, was dabei rauskommt. So, weil die sind schon so ein bisschen... Manchmal werden sie als Brüder bezeichnet, wenn wir unterwegs sind. Also früher, ob die beiden nicht Brüder sind. Also, irgendwie witzig, was dann dabei rauskommt. Ich glaube, so auch als Person, es ist einfach das geballte Filmwissen oder so. Und der Dark Souls Endgegner, ja, spielt ohne zu sterben, ist direkt in einmal durch.